Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir werden hier gleich am Morgen angegriffen. Eine dumme Kuh hat hier alles... Geronimo! Oh, der ist hinterhergesprungen. Alter, wie springt die Spinne denn? Das ist ja krank. Ja, Spider-Man ist echt schlimm geworden. Der war ja... Der ist nämlich hier hochgekommen, 2-3 Stück oder so. Der springt richtig ein. Der ist echt nervig. Früher konnte er halt die Wände hochklettern. Und jetzt kann er auch noch hochspringen. Hinter dir auch noch eine dumme Kuh da. Der war vor allem total glitschig irgendwie. Oh, jetzt geht's hier auch mal runter. Ja. Oh, hier sind liegen Pfeile. Boah, ey. Die ganze... Ja, wir müssen echt hier mal Verteidigung bauen. Aua. Ey, ich treff dich nicht. Warum treff ich dich nicht? Geht doch. Bleib liegen. Bleib liegen. Oh, wir sind noch kein Team übrigens. Ja, gerade haben wir ja Zombie-Time. Der steht da wieder auf. Und jetzt mache ich dich mal kurz Team. Oh, Alter! Das hier gerade, ich war ja gerade im Keller ein bisschen gebuddelt. Hast du angenommen? Ja. Was für eine Höhe haben wir hier überhaupt? Oh. 61. Okay, was ist hier hinten? Ne, haben wir nicht mehr eine Frame. Ja gut, dann lass uns erstmal weggehen. Ja. Bevor noch mehr kommt. Dreckspack, ey. Apropos mehr kommen. Kommen sie? Ich wollte hier mal weg. Boah, das sind ja... Das ist eine Horde oder so, ne? Aha. Wollen wir einfach schnell wegfahren? Ja, komm. Bicycle time. Ah. Ich fahre hier mal hinterher, ich habe vergessen, wo das war. Ja, warte, ich muss irgendwie drehen. So. Los, wir locken euch mal weg hier, kleinen Pissnelken. Allee, Allee. Ist doch schön geworden mit der Allee. Nur weil ich das einmal... Ja, weil du es einmal gemacht hast. Jetzt musste ich gerade dran denken. Ups. Bin über einen Papierhaufen gefahren, aber was das war, gleich 4 Schadenspunkte gekriegt. Naja. Ich finde die Bikes cool. Die Bikes sind richtig cool. Oder, Mathilde? I want to ride my bicycle, I want to ride. Ja, hör auf zu singen und deabonnieren sie uns. Lass das lieber. Ich wollte eigentlich mehr Abos, nicht weniger. Aber dass es keinen Unterschied zwischen bergauf und bergab gibt, so, ne? Also, dass man runter nicht schneller fährt, aber bergauf langsamer. Ja, aber nur minimal. Ah, Kaninchen. Oh, ich hätte vorbeifahren, drauffahren sollen. Ach ja, aber haben wir heute schon gesagt, was wir machen wollen? Nee, ne? Ach so, nee, genau. Wir waren ja da, in der letzten Folge waren wir ja in diesem, Keller, der Farm der Schweine. Und da wollten wir uns jetzt nochmal in Ruhe den Keller anschauen. Wir müssen uns den Keller anschauen und, glaube ich, noch die Scheune, oder? Ja, stimmt, die Scheune auch noch. Ja, das wird wahrscheinlich wieder so einen ganzen Tag dauern. Garantiert. Und dank der Zombie-Horde, was es halt gerade war, ja, konnten wir verzögert erst aufnehmen und dann halt verzögert hier wegfahren. Später los. Ja, wir sind ja später losgefahren, dann auch noch, genau. Aufgerundet fehlen uns ja schon 3 Stunden vom Dach. Ja.
Was ich nur finde, man hätte die Fahrräder irgendwie bestimmen können, was für eine Farbe man haben will. Das wäre natürlich ganz edel, wenn man die noch anmalen könnte. Vielleicht geht das ja so mit der Standardfarbe für Häuser, weißt du? Könnte man, wenn man Farbe mal testen. Schade, dass man auch auf dem Fahrrad keinen Korb machen kann. Für mehr Gegenstände. Ja, ein Korb wäre auch noch gut. Ja, hatten wir ja bei diesem... Was war das da früher? Minibike. Minibike. Minibike kann ich aber erst mit Level 25 lernen. Ja, wir haben doch jetzt erstmal was. Besser als zu Fuß. So. Definitiv. Ey, jetzt wird das Haus wahrscheinlich aber wieder voll Zombies sein, ne? Wir werden es erleben. Wir werden es nicht erleben, es wird wahrscheinlich so sein. So, hier hüpfen, da hüpfen, da hüpfen. Zack. Hier rein. Hauptsache, die Wildschweine sind nicht neu gespawnt. Okay, hier ist alles noch Zombie-Layer. Oh, hier ist noch ein Frame von mir, danke. Das war, glaube ich, der Notfall-Frame zum Hochhüpfen. Ja, stimmt. Ich bin jetzt auch schon wieder im Keller. Ja. Wollten wir uns nicht die andere Seite anschauen vom Haus? Aber hier ist auch Keller. Ach stimmt, wir haben uns ja diesen Keller noch gar nicht angeschaut. Nee, wir haben uns gar keinen Keller angeschaut. Warte mal, geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück. Ich hol mal meinen Frame raus. Und da springen wir erstmal rauf. Und dann holen wir uns das Wildschwein da aus der Ecke. Und seinen Frame gleich wieder nehmen? Nö, du kannst liegen lassen. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Okay. Feuer! Lebt's noch? Nö. Okay, ist tot. Also wer weiß, ob hier noch mehr Wildschweine rumlaufen. Ah, ich hab noch eins, komm wieder hoch. Warte. Stopp. Nicht, dass es hier so schnell rumläuft und dann dahinter. An der Wand. Ja, ich seh's. Können wir? Jo. Wo rennst du denn lang? Wo rennst du denn lang? Wo rennst du denn lang? Okay. Ich glaube, jetzt können wir die Wildschweine in den Gefängnissen töten da. In den Käfigen. Na, hier geht's nach draußen. Ja, dann machen wir mal die. Compoundbogen 2! Ja, kannst du es so? Ja. Ha, das krieg ich so. Wunderbar. Weil der Kopf rausguckt. Eins haben wir ja noch, das können wir vielleicht nochmal anlocken hier. Dann machen wir es selber. Schieß mal an. Nee, falsche Richtung. Gut, hast du. Oh, hier liegen Waffenteile im Käfig. Hey. Musst du wohl gut machen. Ja, es geht ja. Die Tausend sind's mir wert, ey. Dieser Keller. Soweit clear. Ja, mehr gibt's ja nicht, ne? Ist alles sonst nichts versteckt hier. Nö. Das ist ein Topf. Frame mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es in die andere, in den anderen Keller gegangen ist. Ja, irgendwie aber auf der anderen Seite. Wie ist man doch auf die andere Seite gekommen? Irgendwie über oben lang? Ja, das denke ich auch gerade. Oben dann wieder runter oder so.
Es war irgendwie so hin und her und hast du nicht gesehen. Hier oben war ein Käfig. War mich hier nicht irgendwie hochgeklettert und dann da irgendwie auf der anderen Seite runter oder so? Ja, hier sind noch Frames. Ja, hier hinten kommt man runter, genau. Ah ja, hier war das Superkorn. Ja. Da musste man noch hier runter, oder? Oh, man hätte es sogar von hier oben öffnen können. Ja. Superkorn! Jo, hier geht's irgendwie in den Keller. Es war der Drogenkeller dann, ne? Oh, du bist bei mir schwarz. Ich bin schwarz? Jetzt nicht mehr. So, hier geht's in den Keller. So, Frage, ist das hier auch alles Superkorn? Ja, ist alles Superkorn. Alles Superkorn? Alles Superkorn. Was ist das hier? Ach, ganz normale Erde. Superkorn nehmen wir mit, aber das bauen wir noch an. Ah, ich bin hier unten weitergegangen, weil hier ist auch noch Menschenzerstückelung und so. Ja, ich will da rein. So. Ah, jetzt komme ich rein. Ah, hier war das Superwildschwein oder so, ne? Spoiler! Ups. Waren wir hier schon? Wir waren in einem anderen Spiel schon mal hier. Ah. Jetzt habe ich gespoilert. Aber. So, ich sehe nichts. Menschenschlachter? Nee, ist nicht da. Ist nicht da? Sicher? Ja, ich bin. Oh, ist eine Falle! Das ist eine Falle! Das ist eine Falle! Das habe ich ganz vergessen. Das sind ja Fallen. Und es ist da. Das Superwildschwein. Geh nicht rein, das ist eine Falle. Oh mein Gott. Scheiße, ich bin zu da. Brand. Nicht bewegen, kein Wort sagen. Ich mach nix. Nichts sagen. Nichts tun. Oh Gott. Bau dir irgendwie Deckung oder so. Ich komme hoch. Oh Gott. Das ist so groß. Wie komme ich hier hoch? Ich weiß nicht, ob du nochmal hier hochkommst. Oh, mehr Frames, ey. Weg mit dem Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich hoch genug bin, dass es mich nicht erwischt. Das ist so groß. Hauptsache, es spuckt nicht oder so ein Scheiß. Wow, eisenverstärkter Knüppel. Stufe 1. Greift das Vieh nicht an? Es stört mich überhaupt nicht, dass es nicht angreift. Gibt's noch? Ja. Ugh.
ich bin draußen. Okay, jetzt können wir das super Wildschwein erledigen. Okay, Attacke! Scheint aber ein bisschen buggy zu sein, das Wildschwein, oder? Warum? Weil es wegläuft? Nee, weil es dich nicht angegriffen hat. Stört mich nicht, danke auch. Alter, ist das schnell. Ich wollte mal gucken, 178 Pfeile habe ich noch. Zwei habe ich bestimmt schon geschossen, sagen wir mal 180. So ungefähr mal wissen, wie viel Pfeile ich für das Vieh brauche. Das gibt bestimmt super Fleisch. Oh. Ich habe gar nicht so viel verbraucht. Ey, nehme ich alles weg. Du kannst doch hier auf die Dings springen, auf die... Matratze? Ja. Und das tut mir dann nicht weh? Also letztes Mal hatte ich mir da nicht weh getan. Oh, stimmt. So, wollen wir mal gucken, was gibst du denn? Oh, normales Fleisch. Ganz viel Fleisch, ganz viel Fett und ganz viel Fell. Von dem Superschwein. Ja, super. Superschwein. 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 Kommen wir jetzt schon durch? Oh, geht schon. Bin mal gespannt. Können wir die Fackel mitnehmen? Dagegen hauen. Ja. Shenway Schachteln. Meine Fackeln. Wer? Auch ganz viel. Irgendwo hat da was gestöhnt. Ich wahrscheinlich. Nee, es klang so nach Zombie-Stühlen. Oh, Fleisch habe ich gekriegt. Oh, ein Wire-Tool. Munition. Ja, also die Farm lohnt sich echt. Das ist echt cool. Noch mehr Munition. Toll. Eisenhelm. Na. Holzkiste. Cool. Einer ist auch noch für dich da und ein Eisenbrustpanzer. Ein Eisenhelm ist für dich auch noch in der Reinforced Chest. Hä? Nee. Doch, da waren zwei drin. Nee, ist nichts drin. Oh, ich hab beide genommen. Warte, aha, ich hab die eine Schachtel. Aha. Hier. Wie sehe ich aus? Warte mal, ich leg dir mal gleich da was rein. Ich kann den nicht tragen. Ihnen? Krieg dir nochmal Fleisch rein, das brauche ich ja nicht. Okay. So, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das, dann habe ich hier ein bisschen Platz. Achso, ein eisenverstärkter Knüppel brauchen wir auch nicht mehr. Zack, nicht in Stufe 1. Hättest du sie nicht zerlegen können? Mach ich doch jetzt. Mm-mm. So, okay. Rare. Dann sehe ich aus wie so ein Punker, ey. Punker? Ja, der hat so Stacheln auf dem Kopf bei mir. Stimmt. Ja, sieht man sogar bei dir. Oh, wir müssen uns den Weg nach oben rein. Einschlagen. Haut mal dagegen. Da draußen scheint noch irgendwie... Ah, wir sind im Käfig. Ah, ein Kumpel. Hauptsache, hier ist kein Schwein, ey. Grace, ja, stimmt, Grace. Ist aber ein Biker. Das hat er auch oben eins. Kommen wir da wieder in den Keller? Powerschlag! Aua! Oh nein, ich verblute, ich hab keinen Verband. Scheiße, ich muss irgendwas zerreißen. Ich hab was hier. Wo bist du? Hier hinter dir, du. Da. Lass mir noch einen übrig. Wieder Verbindung. Gut. Danke. So, dann haben wir jetzt nur noch das Farmhaus. Ne? Genau. Hier ist noch altes Korn, das brauchen wir aber nicht. Ich habe Superkorn. 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 Nee. Ah, schwebende Bäume hier. Schwebende Bäume? Ja, die sind nicht richtig stimmt. In der Erde drin. Faszinierend. Ja.
So, ich hole mir mal die ganzen Yucca. Ich hole dir mal die Yucca. Dann kannst du ja auch die Blaubeeren gerne holen. Mache ich. Yucca. Yucca. Blaubeeren. Blaubeeren. Ich guck mal hier. Heidelbeeren sind das. Blaubeeren, Heidelbeeren ist das gleiche. Okay, wenn du das sagst. Ey. Na, hast du Besuch? Oh ja. Oh! Hinter dir! Scheiße, danke. Headshot. Ich liebe es, wenn die Pfeile im Kopf stecken bleiben. Boah, die fällt richtig nach hinten, geil. Oh, du stehst wieder auf? Nein. Oh, das ist ja noch einer. Zwei. Schwester! Die andere ist gerade. Powerschlag! Weggeglitscht hier. So, wer hat Pfeile? Wer hat noch nicht? Wer will noch? Hier ist angeknabbert. Da ist eine Schlange! Da eine Ecke. Kommt die da raus? Schlange! Zwei! Ich treffe die nicht. Zwei Schuss, zwei Treffer. Schlange! Mag den nicht. Schönes Schlangenfleisch. Ich mag den nicht. Also Fleisch haben wir echt viel und das ist echt gut. Ah, Wildschwein! Ich gehe mal hier hinten in Deckung. Komm mal hier, springen wir so ein Gatter rein hier. Du weißt, dass die darüber springen können? Echt? Ja, echt. Na egal, schieße ich trotzdem drauf. Hallo! Da hüpfe ich auch, so. Anzutöten. Ich bin mal gespannt, wie viel Fleisch ich mitnehme, wenn wir hier wieder abhauen. Die sind schon echt fies versteckt, die Schweine und so. Ja, aber die greifen einen wenigstens nicht von alleine an. Ja, das stimmt. Das werden sie wahrscheinlich aber, denke ich mal, auch irgendwann ändern. Finde ich nicht schlimm, wenn sie es nicht machen. So, hi, wie geht's? Ich bin's, der Heinrich. Und sonst, alles okay? Ah, geh doch mal weg da, Junge! Mensch, geh doch mal einfach mal sterben. Das ist so schlimm. Also, diese Scheune ist auch eine Kletterpartie, du. Ah, hier kommt man auch ein Silo. Cool. Ah. Nur Treppen bauen oder so. Apropos, ich brauche mehr Frames. Apropos, ich muss aufpassen, dass die mich nicht töten. Ja, mach mal. Dass die dich nicht töten. Ich würde das nicht toll finden, wenn du stirbst. Kann ich da nicht dran bauen? An der Seite? Hallo, Seite. Eben so. Ah, da kommen. Ah, Zombies fallen gleich runter. Pass auf. Ach, die habe ich angesehen. Oh, dass du mir hier den ganzen Abfall runterschickst, ey. Ja. Wir wollen zwar halt zu dir. Das ist Gerechtigkeit. Ja, also ich habe jetzt hier schön Loot. Du machst das schon. Ich plündere in der Zeit. Jo, ich bin eh so ziemlich voll. Ist das alles aufregend?
Ja, du sagst es. So, das sieht hier so aus, als ob viele, viele Böden einkrachen. Ja. Das tun sie auch. Noch mehr Frames gekriegt. Voll ist eine alte. Doch. Ein Bauplan für ein Schild oder was soll er sein? Irgendwie hey. Armor. Ich schau gerade auf die Uhr. Ich würde mal oben noch einmal die Straße runterfahren und dann nach Hause auch mich begeben. Nein, nein, nein! Ah! Wolltest du das auf mich draufwerfen? Nein, ich wollte das einsammeln, verdammt, und hier abhauen. Aber ich bin runtergefallen. Ja, fass du auf mich drauf. Aua, hast du Stoff? Nein, ich hab noch einen Verband. Da muss ich leider meine Mütze zerlegen. Ich brauche jetzt erste Hilfe. Ich muss mein Bein schienen. Was denn? Hast du eine Schiene? Ja, sag das doch. Entschuldigung, ich hatte gerade den Mund voll Cappuccino. Da. Wo ist denn die her? Die habe ich gefunden. So schön. Kann ich mein Bein schienen? Wunderbar. Mr. Gasmaske. Ja, das sagt die Gasmaske. Wir müssen auch irgendwo Kartoffelchen finden. Deswegen, ich würde einfach nochmal nach Norden fahren. Da ist noch diese Straße und die noch ein Stück weiterfahren. Ich weiß nicht, ob du mit möchtest, ob du direkt nach Hause willst. Wie weit sind wir denn überhaupt weg? Nicht so weit. Ja, gut. Hund sehe ich da hinten, aber ist egal. Ist auch gut. Weg, weg, weg. Wir sind langsam eine Biker-Gang. Wir haben schon Gasmasken mit Stacheln. Und unseren gefährlichen Fahrrädern. Wir müssen uns einen coolen Namen für unsere Biker-Gang überlegen. Yellow. Wir haben ja gelbe Räder. Die Yellow Warriors. Genau. Da gibt's ja Schneegebiet. Du bist abgebogen. Mhm. Ah, du bist abgebogen. Jo. Ja, ich bin überladen. Knie, meine Ausdauer ist nicht mehr so geil. Ich bin auch fast überladen. Genau, hier ist das Crack-A-Book. Das können wir uns auch nochmal anschauen irgendwann. Nicht heute. Weil wir müssen auch noch buddeln. Ah, stimmt, Crack-A-Book, aber bin ich auch voll. Genau, wir sind voll. Die Rezepte mittlerweile muss man ja gar nicht mehr lernen, ne? Die muss man nur aufheben. Ein paar gibt es irgendwie, die man noch lernen kann und muss. Keine Ahnung, ich würde sie mitnehmen. The Beer denn? Ja, mitnehmen sowieso, also. Face the Beers, drink for free? Ich will da jetzt nicht reingehen, ich will nur mal hier durch. Sind da Bären drin? Ach, gucken wir uns auch noch mal an. Wie? Echt? Bären? Ich weiß nicht, ob da welche drin sind, aber das, der Wahlspruch an der Seite ist, ja, begegne den Bären, also, oder stell dich den Bären entgegen und trink umsonst. Mhm. Sagen wir noch Aldos Kabinett. Warte mal. Nee, noch nicht. Noch weiter geradeaus. Oh, sieht auf jeden Fall interessant hier aus. Mhm. Mit gebrochenem Bein Fahrrad fahren. Glaubt mir doch kein Mensch. Mit gebrochenem Bein laufen. Na gut, das stimmt auch wieder. Ja, eine gesunde Fahrradtour hier, ne? Oh, hier ist noch der Dings, der Drop. Alter, oh! Mhm. Da muss man ja wirklich Gas geben. Ich komm gar nicht mehr hoch hier. Oh, hier ist noch ein Händler. Hier ist unser Händler. Den markiere ich mal gleich auf der Karte. Mach das. Wo war jetzt der Drop? Ach so, auf der anderen Seite. Ah, nee, hier ein bisschen hoch.
Bisschen hoch, ja, ist gut. Ein bisschen hoch, ja. Ja. Nee, ich fahre jetzt querfeldein at home. Ist okay. Ich versuche da mal hoch zum Kopf zu kommen. Kannst du machen, ist schon 19 Uhr, ne? Dann mache ich das nicht. Weil ich wette mal, eine Stunde brauchen wir trotzdem nach Hause. Bei, von hier müsste es eigentlich gehen. Wie gesagt. Ah, ich sehe die Kiste. Ich fahr weiter. Du bist durstig, ich trinke Flüssigkeit. Ja, ich bin durstig, dann trinke ich doch mal Flüssigkeit. Eine kleine Backtour am Abend. Hoffentlich rutsche ich hier nicht runter, weil ich habe Heinrich meinen Dings gegeben. Die Schienen. Genau. Oh. Alter, Kackbrücke. Wo ist denn unser Zuhause? Nein, ich bin falsch gefahren. Ich hätte gerade Hops, gar nicht über hops, diese scheiß hops. verfickte Brücke gemusst. Ah, oh, dass man nicht einfach irgendwie reingucken kann. Okay. Stört mich. Joa. Viel zu futtern. Wie viel Fleisch hast du? Das. Ah! Mach ich, wenn ich zu Hause bin. Ich muss jetzt erstmal heile den Berg wieder runterkommen. Okay. Nee, ich habe viel Dosenfutter gefunden. Also wirklich viel Er hat Dosenfutter. ja immer noch Durst. Was ist das Problem, Junge? Trink doch mal was. Ja, der Balken geht ja so langsam nach und nach. Nee, ich habe das orange Tropfensymbol. Ja, es geht auch nach einer Zeit weg. Da musst du einfach ein bisschen Geduld haben. Hab ich nicht. Ja, dann hör auf zu jammern. So. So, ich fahre jetzt am Zeltlager vorbei und dann sind wir bei uns, bei der Allee von uns, die schon hochgewachsen ist. Und bestimmt alles jetzt hier 900er bis 1200er starke Bäume. Okay. So. Ach du Scheiße. Was ist? Naja, eine Kreisschlampe ist gleich hier. So, kommt doch schon. Ja, komm mal her. Heute schon Kopfschmerzen gehabt? Oh, du musst dich nur zweimal auf die Fresse hauen. Hat schon funktioniert. Sehr schön. Bin jetzt auch am Zeltplatz. So, dann mache ich die Frame-Verbindung nach Hause. Geht das hier nicht? Fehlt doch nur einer. Hallo, Rämchen. Bin in der Allee. Siehst du, bist gleich zu Hause. Ich habe Farbe gefunden. Da habe ich meinen Compoundbogen jetzt grün gemacht. Ich habe gerade verstanden, ich habe Haare gefunden. Haare habe ich auch gefunden am Sack, ja. Rezepte. Stahlplatte. Was ist denn da? Rezepte. Weight Remover Schematic. Das ganze Futter abladen. Ich habe übrigens 206 Fleisch mitgebracht. Ja, das ist doch mal geil. So, ich habe noch meine Steinplatten. Irgendwo fehlt noch welche, ne? Oh, ich wollte gerade runterspringen, nicht gut.
ich gehe jetzt noch ein bisschen Bäume hacken. Ja, Bäume hacken ist auch eine sehr gute Idee. Und zwar in der Allee. Mach das mal, ja. Und wenn du Bäume pflanzt, dann bitte weiter weg. Ja. Mal kaputt. Was ist denn der Plan für morgen? Wann haben wir einen Tag? Der blutrote Nacht 14, ne? Wir können ja morgen Crack a Book machen. Okay. Weiß gar nicht, ob das überhaupt noch was bringt. Keine Ahnung, wir können es ja mal uns anschauen. Ah. Und dann können wir uns ja auch noch diesen Bärenladen mal anschauen. Genau, gucken wir uns da an. Übrigens, ich habe eine AK-47 in Drop gefunden. Cool. Aber wir brauchen sowas von Spitzen, die sind... Ja, ja. Da müssen wir noch schaufeln und... So, eigentlich wollte ich ja bis zur nächsten blutrote Nacht natürlich hier... den Graben fertig haben. Ja, wir haben da überhaupt noch nicht weitergekommen. Der hat immer noch Durst. Ich verstehe nicht, warum. Ah, die Zeit der Zeiten ist gekommen. Ich gehe wieder hoch. Schnell mal den letzten Frame weg. Zack. So. Und Tür zu machen. Seat. Ja, ich habe ja noch drauf gewartet, dass du kommst. Du, dann mache ich gleich mal Verbände. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich habe halt nicht so viel Tücher. Wir müssen echt mal mehr Klamotten einsammeln. Ja. So, unser Essensding ist hier voll. Ich weiß. Ich kann nichts weiter Essen reinpacken. Ich mache die den Schrank einfach oben drüber, mache ich noch was rein. Warte mal, ich nehme mal da das Fett raus. Das muss da ja nicht drin sein, das ist ja eigentlich Werk. Ja. Okay, ja. Morgen steht Cracker Book an. Jo. Vielleicht, wenn wir Zeit haben, schauen wir uns auch nochmal diesen Bärenladen an. Keine Ahnung. Bärenladen, Superladen. hier, ich bin schon wieder ein Fach bei mir hier. Naja. Gut, dann beenden wir mal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch mal gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Darüber würden wir uns beide sehr freuen. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.